Hubert Speiser blickt auf das Flugzeugwrack. Erinnerungen an einen Albtraum am Muttertagabend. Ja, da kommen Erinnerungen. Man ist natürlich schon gespannt, wie schaut das Flugzeug wohl aus. Es ist gestern frontal auf mich und meine Frau zugekommen, ist 40 Meter vom Ufer im See versunken. Es hat einen riesen Schlag gemacht und dann funktioniert man bloß noch, man fährt raus, will retten. Und das Boot ist auch schon untergegangen. Darum war jetzt der Anblick schon interessant zu sehen, wie stark demoliert ist das Flugzeug. Sieht man die Zerstörung, ist es wie ein Wunder, dass die vier Passagiere alle überlebt haben und kurz vor dem Aufprall das Flugzeug nicht weitere Menschen mit in den Tod gerissen hat. Also meine Eltern haben am Muttertag eine Runde gedreht mit dem Drehboot und das Flugzeug kam von dieser Richtung Reihe und hat zuerst auf das Drehboot zugesteuert. Dann haben wir eigentlich richtig Angst gehabt, dass da noch was passiert. Und dann hat er aber eine Kurve gemacht und ist, ich sag mal, frontal auf unser Haus zugekommen, auf mich und meine Frau. Und ich glaube, der Pilot hat es gut gemacht. Er hat eine verhältnismäßig sanfte Landung auf dem Wasser gebracht. Für die Experten beginnt nun die Puzzlearbeit. Die Maschine wird genau analysiert und dann auch zerlegt und zur weiteren Untersuchung weggebracht. Wir werden mit Sicherheit alles, was da ist, untersuchen. Das ist ja auch die Aufgabe. Also es wird alles untersucht, woran es gelegen haben könnte. Aber dafür müssen Daten gesammelt werden. Es wird wohl Wochen dauern, bis die Unfallursache dann wirklich genauer feststehen wird. Für die Familien Speiser ist es jetzt aber erst einmal wichtig, das Geschehene zu verarbeiten. Furchtbar, ja. Das sind Erinnerungen, das kannst du gar nicht. Das kannst du nicht so schnell wegstecken. Aber Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen und die Verletzten, was man gehört hat, denen geht es auch wieder verhältnismäßig besser, gell, dass sie es überleben. Ja. Das ist schön, wenn niemand nichts passiert. Nach 6 Stunden hatten hunderte Helfer das Wrack endlich geborgen. Für alle wird dieser Muttertag 2021 als das Wunder vom Öschlesee in die Erinnerung eingehen.